Also, wenn du keine SDU kaufst, bist du so gut wie tot. Nur meine Meinung. Bin ausgerüstet. Schon wieder Mullywarn. Die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, KJ. Einer seelensaugenden Sirene angeführter Banditenkult. Firmenkrieger auf Promethea. Wir stecken in der Scheiße, Amigo. Kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lil in Ärsche. Ach, irgendjemand muss ja. Hüpf rein, wenn du soweit bist. Für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Mullywarn-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Schülerin noch jemand hier wäre, der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat. Apropos... Die Sirene! Schnappt sie! Wir sehen uns. Thank you.
schwach, Schlappschwanz. Schon Schlappschwänze. Das war's für dich. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Maliwan besteht aus jeder Menge Technologie-Nerds. Machen wir ihnen die Hölle heiß. Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Achtung, ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier.
Athenas ist jetzt Eigentum der Mali One Corporation. Zutritt verboten. Oh, das ist Trond, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Hör zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun, versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar doch. Sichere den Platz. Danach läuten wir die Friedensglocke, damit uns die Mönche durchlassen. Mitnehmen sollen. Läuten die Friedensglocken Tag und Nacht im Stundentakt. Echt ein Albtraum.
ist die Kleine? Sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst, mögen die sechs Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja, ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein... ich muss los. Ava ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht oder ich bringe ihr bei. Zu überleben. Achtung, Mönche von Athenas! Hier spricht Captain Trant. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir sprengen ihn. Gott, ich liebe diese Firma. Form und Funktion. Jäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir allein standgehalten. Jetzt läute die Glocke. Ich brauche Iridium, um in die Einsiedelei zu gelangen. Es stärkt meine Sirenenkräfte. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt, was hältst du von Grabräuberei? Hab schon Schlimmeres getan. Weitaus Schlimmeres. Ehrlich. Gut. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum. Aber die müsste ich umgehen können. Es gibt da eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach.
Kann ich das haben? Danke, bis später. Oh, hey. Ich war hier gerade am Leichenplündern. Aber hey, du bist echt Kammerjäger wie Maya früher mal? So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Ja, ich darf so gut wie immer üble Burschen platt machen. Ist toll. Ja, das ist so verdammt cool. Ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Oder ich wäre es gern, wenn Maya mich mit mehr beauftragen würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und endlos auf Wasser zu starren. Entschuldigung, ist echt fad hier. Und plündern wir jetzt den Friedhof, oder was? Was hast du zu bieten, Thor? Nichts, du Null! Gar nichts! Na los! Oh Mist! An alle! Hier spricht Captain Crumb! Die Mönche sind auf diesem gruseligen Friedhof! Erledigt sie und macht mich stolz! Dann spendiere ich eine Runde Sunrise! Komm und holt! Ohne Probleme auf. Was hast du zu bieten, Grab? Nichts. Maya sagt, die Mönche haben Iridium in die Gräber getan, damit die Toten im Jenseits was zum Ausgeben haben. Wir zahlen es später zurück. Also, wenn wir nicht auch tot sind. Einen großen Iron Bear. Yeah.
Du musst sterben, Eindringling. Meint sie irgendwelche letzten Wünsche? Und ich sage, wie wäre es mit einem letzten Tanz? Sie schaut nach mir. Ich hab das hier. Es ist klebrig. Wieso ist es klebrig? Mönche sind so schräg. Das Iridium gefressen zu haben. Aber Maya wird viel mehr davon brauchen. Letztes Grab. Dann können wir zu diesem Fragment. Mann, seit ich hier bin, will ich in diese Einsiedelei. Verschlossene Türen jucken mich echt in den Fingern, Mann. Hier kommt der Junge. Ah, Ratsch-Angriff! Weg hier! Das steht nicht in meinem Vertrag. Was zur Hölle? Oh, großer Ratsch! Verdammt, großer Ratsch! Töte ihn! Keine Gnade! Keine Gnade! Er muss sterben! Auf ihn! Dir. Spaß beim Maliwan bekämpfen für sich. Scheiß drauf! Dieser Trond ist voll übel und ich will ihm selbst in die Eier treten. Ava, geh und schütze die Kornkammern. Der Kammerjäger kann sich um Maliwan kümmern. Verstanden, Maya. Bin unterwegs. Ständig muss ich Archive, Lager oder Heilige irgendwas beschützen. Wir sehen uns, Kammerjäger. Huh.
Nebel war, hat dich ja richtig ins Herz geschlossen. Prüf mal deine Hosentaschen. Sie war blinde Passagierin auf einem unserer Handelsschiffe. Wir sind uns begegnet. Sie wollte mein Buch klauen. Statt sie von einer Klippe zu stoßen, machte ich sie zu einer Schülerin. Ich hab mein Buch und bin gleich unterwegs zu dir. Ich muss nur noch kurz... Sterb! Hier kommt der Wasser! Antike Entspannungsübungen. Schon besser. Falsch angelegt.